Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich bin eben auch gestanden, wie man mehr oder weniger sehen kann, und habe mir gedacht, ich nehme euch einfach heute so ein bisschen in einem What I Eat in a Day und was ich so mache, einfach mal mit. Normalerweise wisst ihr ja, kommen dienstags immer Food Diaries. Der Grund, warum keiner kommt, kann ich ganz ehrlich beantworten, in dem Sinne, dass ich einfach letzte Woche schon, wisst ihr, kennt ihr das, montags aufgestanden bin und schon so gar keinen Bock auf irgendwas hatte. Ich bin aufgestanden und habe mich irgendwie so eine zerquetschte Kartoffel gefühlt. Dann habe ich auch angefangen, das Frühstück zu filmen. Ich habe so gemerkt, ich habe einfach irgendwie für nichts Lust und Laune gehabt, und so Tage gibt es auch mal. Ich habe mir dann einfach gesagt, dass es einfach nichts bringt, weder euch noch mir zu filmen, wenn ich nicht so die Laune dafür habe und Lust auch nicht. Das ist wirklich super, super selten der Fall. Aber letzte Woche war es so, war einfach ein Kacktag, und irgendwie habe ich es dann auch die nächsten Tage schleifen lassen. Habe auch gedacht, heute kommt kein Video, aber ich hatte irgendwie gestern Abend so Bock, euch einfach heute mal durch meinen Tag mitzunehmen, weil heute tatsächlich ist ein besonderer Tag, beziehungsweise immer die Montage jetzt. Ich habe montags tatsächlich ein Modul in Präsenz. Das heißt, ich war heute zur Uni. Ich habe nämlich heute Sport, und zwar das Modul Tanz. Klingt wirklich leichter als gesagt. Es ist so ein bisschen so Jazz Dance, Modern Dance, und ich fühle mich da wirklich auch schon wieder wie der größte Körperklaus. Aber ich freue mich voll drauf, weil da auch die meisten meiner Uni-Freunde da sind, was es halt mega cool macht. Und es war auch schon letzte Woche mega cool. Nach Tanz habe ich dann so ungefähr über eine Stunde Zeit. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen in der Stadt schlendern. Ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk, beziehungsweise wir wissen eigentlich schon, was wir schenken, aber brauche dafür noch eine Karte, werde wahrscheinlich auch so noch ein bisschen bummeln. Mal schauen, wenn das Wetter schön ist, mich raussetzen auf jeden Fall. Und dann höre ich weiter Vorlesungen in irgendeinem Café, wo es hoffentlich WLAN gibt. Und dann gehe ich noch zu meinem Papa abends ins Enchiladas. Da feiert dann meine Freundin quasi, trinken wir Cocktails und hoffentlich essen wir da auch was. Ich liebe nämlich mexikanisch. Also so oder so, selbst wenn wir dann nur Cocktails trinken, ich glaube, da bestelle ich mir trotzdem was, weil mexikanisch, das muss man ausnutzen. Jedenfalls, ja, dachte ich nehme euch da einfach mit. Und was steht noch so an? Nach dem Tee ist eh noch viel zu heiß. Ich nehme euch mal ein bisschen näher hier. In 10 Minuten beginnt mein erster Online-Sportkurs hier zu Hause. Nicht für die Uni, sondern ich habe mich da quasi freiwillig als Freizeitsport für angemeldet. Und zwar ist das so ein Rückenaufbaukurs, beziehungsweise ist das so ein Rückenstärkungskurs, in dem man, hoffe ich mal, Rückenübungen macht, um den Rücken zu stärken und ein bisschen zu dehnen. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mal gespannt. Ich habe es ja selbst bisher noch nicht besucht. Jedenfalls muss ich nämlich echt sagen, ich bin 21 und ich habe echt schon oft Rückenschmerzen in letzter Zeit. Also seit wir wirklich hier wohnen, wir die Wohnung dran schuld, ich weiß es nicht, aber ich habe echt Rückenschmerzen. Also teilweise nicht, aber teilweise abends im Bett, wirklich, da liege ich einfach nur da und ich habe einfach Rückenschmerzen. Ich kann mir auch erklären wahrscheinlich, warum. Ich sitze halt echt oft einfach da wie so ein Gollum. Und ich merke es auch, aber es ist mir dann irgendwie im Moment doch so voll egal, was so blöd ist. Aber ich merke es jedenfalls, von daher, ja, habe ich mich da erstmal für angemeldet. Ziehe mich jetzt erstmal um hier aus meinem Schlabberlook in was Sportliches. Ich bin mal gespannt, wie es ist. I will tell you. Okay, let's go. Hauptsache, ich saß eben noch im fetten Wollpullover und jetzt trägt sie einen Sport-BH. Aber ihr wisst, ich witze so schnell. Wir haben 8.06 Uhr und ich warte immer noch, bis ich ins Zoom-Meeting eingeladen werde. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kurs einfach nur ausfällt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls ist es mega nervig. Ich habe mich da voll drauf gefreut, mal was Gutes für meinen Rücken zu tun. Und jetzt findet es höchstwahrscheinlich nicht statt. Wir haben schon 8.09 Uhr. Also ich glaube, es wird halt nichts mehr. Oh Mann, oh. Ich hasse Montage. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich hasse sie. Ich glaube, ich mache jetzt aber trotzdem, wenn ich jetzt schon Sport-BH anhabe, einfach so Rückenübungen auf YouTube. Oh Mann. Naja, dann mache ich mal eigenständig weiter. Wir beginnen und werden uns jetzt erstmal zur rechten Seite. So arbeiten.
Rückenworkout war ganz gut, beziehungsweise war es ja eigentlich jetzt weniger ein Rückenworkout, sondern es hat mich auch viel mehr an Yoga erinnert, weil man auch richtig den Fokus auf die Atmung legen sollte. Waren einfach eher so Entspannungs-Dehnungsübungen, manchmal auch so ein bisschen Stabilisation, aber halt eher so ganz, ganz behutsam und aber eigentlich das Richtige für den Montag, so zum Wachwerden. Ich muss auch sagen, ich bin gerade wirklich sehr tiefenentspannt, was auch sehr, sehr schön ist. Jedenfalls gehe ich jetzt einkaufen. Schon mein Stoffbeutel hier. Ich habe mich auch übrigens schon mehr oder weniger für die Uni angezogen, damit das auch schon erledigt ist. Einfach eine schwarze Hose, kann ich euch gerade mal zeigen. Die habe ich damals von Stronger zugeschickt bekommen. Mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Oberteil einfach ein bisschen hochgeschlossener. Es hat noch so eine süße Schnürung an den Seiten. Und eine Jacke, weil es in der Turnhalle auch immer voll kalt ist. Jedenfalls gehe ich jetzt einkaufen. Hol mir jetzt irgendwas zum Frühstück. Ich habe richtig Lust auf so ein frisches Brot mal wieder. Wir haben nämlich auch keinen Aufstrich mehr. Und deswegen gehe ich jetzt los. Dreimal dürfte raten, wer sein Geldbeutel beim Einkaufen vergessen hat und es erst gemerkt hat beim Kassieren an der Kasse. Ich. Super Aktion schon wieder, kann ich euch sagen. Das Schlimme ist sogar, ich habe halt wirklich eigentlich eine gute, plausible Erklärung dafür. Ich dachte nämlich, ich organisiere mich für heute schon mal vor, werde es mir heute früh danken, dass die Sporttasche schon gepackt ist für die Uni, für den Geburtstag später. Habe halt dementsprechend Sportsachen eingepackt, Geldbeutel, Wechselklamotten, also ich will ja nicht so heute in den Mexikaner gehen. Ja, deswegen lag der Geldbeutel halt eigentlich gut platziert, vorausschauend in meiner Tasche, die ich aber ja nicht dabei hatte, weil es meine Sporttasche ist. Ja, das war halt echt ein bisschen blöd. Da will sie halt einmal organisiert sein und es geht wieder völlig nach hinten los. Jedenfalls, weshalb ich los bin, ich zeige euch jetzt ganz kurz meinen Einkauf. Habe wieder ein bisschen mehr mitgenommen, als ich wollte. Ich habe mir einmal ganz professionell mein Brot selbst geschnitten und dann in die Tüte verfrachtet, wenn auch sehr hässlich. Dann habe ich mir einmal gehackte Haselnüsse gekauft, weil meine leer gegangen sind und die müssen stetig nachgekauft werden. Dann habe ich mir Bananen mitgenommen. Erstmal nur 3 Stück, weil der Arne keine Bananen mag. Und wenn ich mir dann echt zu viele hole und dann esse ich die nicht so schnell auf, dann werden die so schnell schwarz und das mag ich ja nicht so gerne. Für den Arne einmal Skier Natur, das macht er sich ja gefühlt wirklich jeden Morgen zum Frühstück. Arne ist auch übrigens schon in der Uni, falls ihr ihn hier schon vermisst habt. Dann noch einen Smoothie, Apfel, Mango, Maracuja. Dann für mein Frühstück gleich eine Avocado. Ich mag mir nämlich eine Avocado-Stulle machen, hab ich mega Bock drauf. Dafür einmal Philadelphia Frischkäse, Natur. 2 Kakis, waren im Angebot und ich liebe Kakis. Als letztes Milchreis, weil unserer leer gegangen ist. Und ja, mache ich mir auf jeden Fall auch mal die Woche. Aber genau, das war der Einkauf. Ich muss nämlich sagen, 4-mal zum Rewe laufen macht schon deutlich mehr Hunger. Deswegen mache ich das jetzt mal gleich. Looking cute. Einfach mit Frischkäse, Avocado, Tomate
und Avocado-Gewürz, und zwar das von Just Spices. Eines der Gewürze, das ich mir damals mit ausgesucht habe bei Just Spices. Ich finde es aber noch so cool. Und für euch auch ganz cool zu wissen, falls ihr mal dort vorhabt zu bestellen oder auch wieder Nachschub braucht oder so und die nächste Zeit dort eine Bestellung aufgibt, dann benutzt sehr, sehr gerne meinen Code, denn ab einem Einkaufswert von 20 Euro kriegt ihr quasi genau dieses Gewürz hier, weil ich das als Lieblingsgewürz markiert habe. Es ist nämlich wirklich mega lecker. Kostenlos dazu, was halt super cool ist. Ich habe das Gewürz auch schon zweckentfremdet für Nudeln. Und zwar ist es da auch mega lecker, einfach so für obendrauf. Da hatte ich so Sahnesoße-Nudeln bestellt. Die waren ein bisschen fahl, habe ich das Gewürz drüber gemacht und das war ein Träumchen. Also falls ihr überlegt, dazu bestellen, ich schreibe es euch nochmal in die Infobox. 20 Euro Einkaufswert kriegt ihr das umsonst mit dem Code, den ich euch jetzt einblende. Genau, aber das werde ich jetzt frühstücken und noch meinen Smoothie dazu. Und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, weil er um die Hälfte günstiger ist als die Marken-Smoothies, irgendwie von Innocent oder so. Und genauso gute Nährwerte bzw. Zutaten hat. Also ist auch kein raffinierter Zucker oder so drin, sondern nur Fruchtsugar, was super ist. Avocado-Brot hat auf jeden Fall gemundet. War mega, mega lecker. Also mit dem Gewürz schmeckt wirklich sogar mein Avocado-Brot. Ansonsten haben die bei mir halt immer nur ein bisschen nach Salz und Pfeffer geschmeckt und irgendwie war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich nehme mir jetzt noch schnell, weil ich ja bis heute Abend unterwegs bin, nehme ich mir noch mein Mittagessen mit. Ich habe euch ja meinen Struggle erzählt im letzten Food Diary, dass ich irgendwie nicht so hinterherkomme mit Kochen und habe dann halt eher Fertigprodukte gemacht, weil die halt einfach ja schneller gingen und so. Aber ich wollte das auf jeden Fall ab dieser Woche ändern und habe mir dann gestern noch, hier, ich bin wirklich stolz, einen griechischen Salat gemacht. Ist einfach mit Gurke, Paprika, Tomate, Schafskäse. Einfach dann noch mit Öl, Essig, Gewürzen angemacht und über Nacht ziehen lassen. Den nehme ich jetzt auch auf jeden Fall mit. Und noch zwei Brotscheiben. Ein Wasser mit zwei Magnesiumtabletten habe ich mir auch gerade noch gemacht. Das nehme ich jetzt alles mit. Let's go! Ich habe jetzt schon wieder Uni aus. Eigentlich war ja mein Plan, in einem Café meine Vorlesung zu hören. Aber dann habe ich nochmal bei meinem Papa hier zu Hause angerufen und meine Stiefschwester hat mir netterweise die Tür aufgemacht, sodass ich jetzt einfach hier meine Vorlesung hören kann. Tanz war mega cool. Wir haben heute eine Choreo zu einem Michael Jackson Tanz gemacht und ich konnte es halt wirklich nicht. Also so, wenn wir es langsam ohne Musik gemacht haben, war alles gut, aber sobald dann auch diese Geschwindigkeit von der Musik kommt, könnt ihr vergessen. Ich war immer eine halbe Minute zu spät bei den Tanzschritten. Ich sah einfach nur scheiße aus und es sah alles andere als sehenswert aus. Jetzt habe ich noch eine Vorlesung vor mir. Dann kommt auch schon mein Papa heim und meine Stiefmama auch von der Arbeit. Dann quatsche ich mit denen noch ein bisschen updaten. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, dann geht's heute Abend zum Mexikaner. Vorlesung ist jetzt zum Glück rum. Ich stehe jetzt gerade hier in der Küche mit einer Kolde. Mir ist kalt. Mein Papa macht uns jetzt heißen O-Saft und Glühwein. Ich hasse Glühwein, deswegen gibt es für mich O-Saft. Der Kinderbund ist abgelaufen, gell? Ja. Ein halbes Jahr schon. Und dann gibt es jetzt gleich noch Maronen. Macht der Papa jetzt auch gleich. Ich liebe Maronen. Ich habe erst überlegt, heute Morgen im Rewe noch welche mitzunehmen. Aber habe es gelassen. War eine gute Entscheidung, denn jetzt gibt es Maronen beim Papa. Hihi. Voll viel, ist irgendwie ein Kilo, gell? Ja, kommt hin. Geil. Sind im Angebot aktuell im Netto. Ich dachte, die geht schon selber wieder aus. Weil sieht schön aus mit den Lichterketten. Wenn wir uns jetzt schmecken lassen. Kannst du denn dann hier wieder dran machen? Ich bin jetzt on my way zum Enchiladas. Ich muss sagen, so viel Hunger habe ich gar nicht mehr, weil ich jetzt ja gerade noch mit meiner Familie so viel Maronen gegessen habe. Wir haben dann noch eine Ladung gemacht, dann habe ich noch Mandarinen gegessen und Spekulatiuskekse, weil sie welche da hatten und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Spekulatiuskekse im Winter sind einfach der Shit. Ich lieb's. Wir müssen auf jeden Fall in Frankfurt auch welche kaufen. Tut mir auch voll leid, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel gefilmt habe. Aber genau, ich habe halt einfach die Zeit genossen mit der Fam, weil ich die auch schon länger nicht mehr gesehen habe.
Von daher hoffe ich, dass es nicht schlimm ist, aber genau. Jetzt geht's Cocktails trinken und ein Burrito oder so essen. Enchilada, Freunde, mit Käse und Nachos. Und ein Long Island Mojito. Irgendwas habe ich da noch.